Timotheus Traum von Yahushua. Die Briefe begannen mit diesem Traum. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. Frühjahr 2004. Timotheus Traum und die Interpretation eines Engels. Ich stand mitten auf einer kleinen Straße in einer Stadt, die europäisch aussah. Ich war mir nicht sicher, wo ich war. Es wurde dunkel und es war niemand da. Nur eine Person, die sehr nahe bei mir stand, ungefähr 5 Meter entfernt. Diese Person hat nichts gesagt, noch wusste ich, wer es war. Dann bemerkte ich eine große stehende Tafel, die nur von ein paar Ziegelsteinen am Sockel aufrecht gehalten wurde. Ich wusste, dass sich hinter der Tafel ein Laster bewegte, aber ich konnte ihn nicht sehen. Dann realisierte ich plötzlich, dass Jesus hinten in jenem Laster sitzt. Ich rannte hinüber und rief: Jesus, geh nicht weg! Als ich die große Holztafel erreichte, bemerkte ich, dass ich einen Ziegelstein mit einem Pfeil darauf in meiner Hand hielt. Ich legte den Ziegelstein bei der Tafel auf den Boden. Dann fuhr der Laster los. Ich wollte ihm nachlaufen, aber da war eine Barrikade auf der Straße, die mich blockierte. Also schrie ich: Jesus, komm zurück! Dann stoppte der Laster und kam zurück. Ich bemerkte, dass die hintere Türe des Lasters aus Glas bestand. Hinter ihr saß Jesus in einem schönen Stuhl. Mehrere andere befanden sich hinten im Laster, die scheinbar höher saßen als Jesus. Ähnlich wie in einem Stadion, aber im Dunkeln. Ich konnte sie nicht sehr gut sehen. Als der Laster anhielt, war er immer noch etwa 20 Meter von mir entfernt. Die Tür öffnete sich und Jesus sprang heraus. Er war angezogen wie ein moderner Mann und glatt rasiert. Er winkte mir zu und sagte: Komm zu mir, Timothy. Ich ging um die Barrikade herum und rannte zu ihm. Als ich ihn erreichte, fiel ich ihm zu Füßen, um ihn anzubeten. Er berührte meinen Kopf, dann hob er mich hoch und sagte: Begleite mich in den Laster, ich habe dir eine Menge zu erzählen. Ich saß auf dem Boden hinten im Laster und er saß wieder in dem schönen Stuhl. Ich starrte ihn gespannt an mit meiner ganzen Aufmerksamkeit, aber egal wie intensiv ich es versuchte, ich konnte ihn nicht hören, obwohl ich sah, wie sich sein Mund bewegte. Nachdem er fertig gesprochen hatte, stiegen wir aus. Wir standen dann wieder auf der Straße. Ich rannte zu ihm und legte meine Arme um ihn und dann drückte ich ihn so fest, wie ich konnte. Ich wollte ihn nie wieder loslassen. Er umarmte mich auch und während er mich sanft zurückdrückte, sagte er: Timothy, du musst noch ein bisschen länger hierbleiben. Ich werde zurückkehren. Er stieg zurück in den Laster und fuhr davon. Hinweis: Nach dem Traum bin ich aufgewacht, um meinem Sohn eine Flasche zu geben. Während dieser kurzen Zeit habe ich gebetet, dass der Herr mir meinen Traum erklären würde. Als ich wieder einschlief, hatte ich den genau gleichen Traum noch einmal. Aber dieses Mal sagte eine Stimme: Höre, während ich dir die Interpretation deines Traumes gebe. Bleibe standhaft in deinem Glauben an den Messias, der Christus genannt wird. Von einem Engel Gottes, die Interpretation von Timotheus Traum. Die Straße, auf welcher du stehst, ist eine Kreuzung in deinem Glauben und der Mann in deiner Nähe repräsentiert den Heiligen Geist Gottes.
Die Tafel, welche den Laster blockiert hat, in welchem Jesus Christus war, bedeutet, dass du jetzt die Wahrheit kennst, aber du erkennst und verstehst ihn noch nicht. Denn dein Glaube ist schwach und könnte noch fallen, da er nur von zwei Ziegelsteinen aufrecht gehalten wird. Du hast den dritten Ziegelstein in deiner Hand. Der Pfeil darauf zeigt dir den Weg. Denn der Pfad ist gerade und schmal. Lege ihn an die Basis deines Glaubens, damit er dadurch gestärkt würde. Der Laster, der wegfährt und dann bei deinem Rufen zurückkommt, symbolisiert, dass Jesus unsichtbar unter euch ist und seine Leute einsammelt. Alle, die seinen Namen aufrichtig und in Wahrheit anrufen. Die Tür aus Glas bedeutet, dass du ihn in deinem Verständnis erkennen wirst und dass er zurückkommen wird und alle Augen ihn sehen werden. Aber zuerst wird er seinen Laster füllen mit allen, die zu ihm gehören, und er wird sie mitnehmen. Die Barrikade in der Straße stellt jene Dinge dar, die dich ablenken. Und die Menschen in deinem Leben, die versuchen werden, dir den Weg zu versperren, was du alles überwinden musst, damit du dem Herrn nahe kommen kannst, um seinen Willen zu tun. Dein Niederfallen vor seinen Füßen hat eine doppelte Bedeutung. Es repräsentiert deine Anbetung, wie auch deine Fehltritte in deinem Glauben aufgrund der Sünde. Beides soll dazu dienen, dich zu demütigen. Doch Jesus wird dich jedes Mal aufs Neue aufrichten. Die Einladung von Jesus, zu ihm in seinen Laster zu kommen, bedeutet, dass du jetzt ihm gehörst und du wirst bald mit ihm gehen. Der Sitz, in welchem er sitzt, ist der Gnadenstuhl. Sein Sprechen mit dir hat eine zweifache Bedeutung, denn er wird zu dir sprechen, unhörbar für andere. Und von dir wird es noch nicht verstanden werden. Denn du hast noch nicht an seinem Wort teilgenommen, welches er dich gerufen hat, es Tag und Nacht zu verschlingen. Dann wirst du ihn klar hören und verstehen. Ihr beide aus dem Laster tretend bedeutet, dass deine Zeit noch nicht gekommen ist, mit ihm zu gehen. Er wird trotzdem bei dir sein im Geist. Deine starke, liebende Umarmung bedeutet, dass du standfest bleiben musst in deinem Glauben in Christus und niemals loslassen darfst. Denn viele werden dich verlassen und du musst willig sein, allein zu stehen. Folglich kannst nur du den Pfad vor dir wählen und gehen. Schau, der Geist hat dich nicht verlassen, Timothy. Du bist nicht allein.